Yo, was geht, meine lieben Soccer-Junkies? Euer Anub ist wieder hier und schönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute nochmal ein kleines Info-Video. Erstmal auch hier danke, wie ihr das F1 2015 Update-Video aufgenommen habt. Nebenbei, wie ihr es, ich glaube, man kann es unten erkennen, also hier unten, dass wir den 12.04. haben. Heute startet in Base Life World der Liga von uns das erste Rennen. Hier bei den Anfängern steht noch ein bisschen alleine der Jan Felix da. Jan Bayer heißt er auf Twitch. Ich hau euch mal seinen YouTube-Kanal unten in die Beschreibung. Super Dude außerdem. Macht Fortnite Highlights Videos. Nebenbei, Leute, hier ist dann eben halt die Pro. Dann eben halt hier auch mit Tim und Crow. Hat sich also nicht viel geändert. Ihr könnt noch beitreten bis heute Abend, also bis 20 Uhr, glaube ich. Ja, bis etwa 20 Uhr. IGP Manager ist kostenlos. Link zur Seite auch unten in der Beschreibung. So, jetzt kommen wir nebenbei noch zu was anderem. Auch die Twitch-Kanäle laufen im Moment jetzt wunderbar. Ja, Enterprise wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Hier sind sogar noch Videos von der ersten Dings auf YouTube definitiv besser geklickt. Hier von in der Nacht noch der Stream. Ne? Also hier immer aktuell up to date. So. Aber heute soll es hauptsächlich um Kickbase gehen. Ich wollte das Ganze mal ein bisschen austesten, fragen, ob ihr nicht Lust hättet. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch hier eine Liga gestartet, ganzes von Sky. Soll wohl ein bisschen das Fußballgucken interessanter machen oder eben halt überhaupt. Wäre auf jeden Fall was für diejenigen, die dann eben halt interessanten Fußball haben. Ich auf jeden Fall werde jetzt hier mit den Monetenmodus beginnen. Ja, ich Beta einladen. Links habe ich hier gerade nicht. Ab ins Spiel erstmal. 2 Millionen. Ich habe da Hut. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich spiele ja ohne Dings. Da Hut wäre auf jeden Fall ganz nice. Mal gucken. Wo haben wir denn den Transfermarkt? So, hier ist auf jeden Fall unsere Liga Base Life World TV. Achso. Ich kann die Liga noch ändern. Kaufen. Muss ich Richtpreis? Okay. Angebot abgegeben. Okay. Ja. Auf jeden Fall nicht ins Haus kommt, das ist ein Schalker. Noch Sancho ist jedenfalls nichts beliebt. Costa, ja, genau. Kann man denn hier noch nehmen?
müsste man natürlich die Aufstellungen der Spieler kennen, damit man hier überhaupt eine Ahnung hat. Ich hab's mir natürlich. Kevin Campbell, den kennt man natürlich. Würde ich auch gern kaufen, aber. Angebote. Mittelfeld. 32 Millionen pro. Fangen wir auch mal mit ein paar kleinen an. Kart kenne ich nicht. Setzen wir trotzdem mal drauf. Sturm. Den HSV würde ich jetzt nicht so gern setzen. Habe ich nicht gerade auf den gesetzt? Florian Kart. So, Sturmkey. Ach ja. Na komm, gehen wir hin und nehmen den auch noch. Abwehr. Gucken wir doch mal, was wir ein Tor haben. Na komm, Jens, hör mal. Nehmen wir einfach mal, hier haben wir noch die Statistiken. Privat, öffentlich. Die ersten drei Gladbach läuft. Okay. Also, man hatte ja auch immer aktuelle Infos. Das Ganze kann man jetzt übers Handy spielen, kannst eben halt auch über Ding spielen. Ich weiß nur nicht, wo man dieses Sky Abonnement machen kann. Das gibt es nebenbei auch. Und Danny Costa. Abwehr. 14 Millionen. Ich würde gerne Mario Götze noch nehmen. Aber gucken wir jetzt erstmal. Na, das Ganze dauert noch ein bisschen. Jetzt haben wir uns ein paar Spieler gekauft. Update gibt es dann auch in den Streams hier auf BaseLifeWorld TV. Link findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Ich bin mal gespannt, was hierbei rauskommt. Hier eine Stunde und sowas. Hier noch 3 Stunden. Erstmal ein paar Spieler jetzt kaufen und dann mal gucken. Wenn ihr Lust habt beizutreten, tretet gern bei. Könnte eventuell interessant werden, da ich auch von Freund her, und das habe ich eigentlich überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht, dass es eben halt also dass man eben halt hier auch durch das Setzen und sowas
einiges an Gewinne, so jetzt nicht direkt, aber nach einer Zeit durch eben halt, ich glaube, Liga-Turniergewinne oder sowas. Auf jeden Fall, dass man eventuell eben halt auch echt Geld gewinnen kann. Man kennt ja Sky. Sky macht sowas gern häufig und wieso sollte es Sky das nicht tun? Sky verdient mit sowas immer Unmengen an Geld. Jetzt gibt es hier natürlich regelmäßig Abos und ich denke mal daher, also Jahresabos für 10 Euro und dann hat man eben halt hier auch alle Gesichter und sowas drin. Und nebenbei hier live hat man dann auch immer alle Dings am Start. Also ich denke mal, dass Sky auch daher die Gewinnausschüttung holt. Aber lasst mich mal eure Meinung zu Kickbase in den Kommentaren lesen. Was meint ihr zu Kickbase? Macht Spaß? Habt ihr Erfahrung damit? Oder könnt ihr den ganzen Kram nicht empfehlen? Das wäre belanglos oder sonst was. Würde mich interessieren. Schreibt mal eine anständige Meinung in die Kommentare, ob ihr es hatet oder eben halt feiert. Seid ihr Fußball verrückt? Ihr wisst, was ich meine. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.